Backspin. Moin und herzlich willkommen zum Backspin-Podcast. Mein Name ist Kevin und wir haben August und noch kein Album des Monats gehabt. Das liegt ganz einfach daran, dass unser Album des Monats erst am 31. August erscheint. Das hört auf den Namen 1982, ist von Materia und Casper. Und normalerweise würde ich jetzt Nico fragen, was er 82 gemacht hat. Der ist allerdings nicht da. Und der Rest von der Partie ist genauso wie ich jünger. Ich habe nämlich hier Yannick, Peter und Kevin da. Moin. Das wird auch noch für ein paar Verwechslungsprobleme hier sorgen, dass jetzt auch zwei Kevins nebeneinander bei der Podcast-Aufnahme sitzen. Ne? Safe. Wie machen wir das da? Also auf jeden Fall, ich nehme Kevin. Safe. Ja, ich auch. Und ich glaube, ich sollte mich... Das sind wir schon beim Problem. Um gewisse Verwirrungen hier aus dem Weg zu schaffen, vielleicht einmal ein bisschen vorstellen, wer oder was ich überhaupt bin und was ich hier mache. Ja, genau. Peter und Yannick kennt man ja schon. Peter und Yannick kennt man ja. Ja, ich bin der zweite Kevin aus dem Backspin-Kosmos. Und der Akademiker Kevin aber. Der Akademiker Kevin, genau. Wieso, du bist doch auch... Nee, du bist doch Akademiker. Ich bin noch gar keiner. Ich bin angehender Akademiker. Potenzieller. Ich bin studiert, aber du hast ja so einen schönen Zweitnamen. Ah, schnell. Genau, ja, das können wir von Best of both worlds eigentlich. Mhm. Kevin Alexander. Mit Bindestrich aber bitte. Ja. Genau, und... Ich freue mich heute mit euch ein bisschen über das 1982er Album philosophieren zu dürfen. Du bist ja auch unser ausgewiesener Experte heute in der Runde. Ganz genau. Warum? Ich hatte die große Ehre, im Vorfeld des Releases die beiden treffen zu dürfen, beziehungsweise beim exklusiven Interview dabei zu sein, was demnächst bei Backspin erscheinen wird oder schon erschienen ist. Und habe mich deswegen ausgiebig mit den beiden und dem Album beschäftigt im Vorfeld. Du kennst es auch als einziger von uns schon. Ganz genau. Ja. Genau, auch gar nicht unwichtig zu erzählen. Wir haben heute den 23. August, sprich 8 Tage vor Release. Deswegen, wir kennen nur bisher die Singles, also wir alle drei, außer Kevin Alexander. Und auch nur genau die beiden Videos. Richtig, und wir sitzen ganz genauso wie beim Summer Jam Album, wieder in der Hamburger Idylle, mitten in der schön friedlichen Nachbarschaft in Eimsbüttel und werden sie hier gleich mit Rap beschallen bei schönstem Sonnenschein. Ich habe mich schon gefreut, als die Ankündigung kam zum Album, aber ich habe sofort, das war komischerweise, ohne es jetzt werten zu wollen, war mein erster Gedanke, das ist aber irgendwie zu spät. Da haben wir uns ja vor 3 Wochen war es ungefähr schon mal darüber unterhalten, als wir so einen kleinen Status Quo Deutschrap Podcast auch aufgenommen haben. Genau, das ist jetzt, was geht im Deutschrap hieß so er, hieß er, genau. Und ist schon so ein bisschen so, dass die Platte schon leider irgendwie, also so ein bisschen zu spät ist, meiner Meinung nach, die Singles auch nicht so scheppern, wie ich mir das erwartet hätte, so, wenn Casper Materia draufsteht. Aber ich bin sehr gespannt auf das Album. Ich wollte es mir eigentlich gestern live anschauen, die sind ja in Bielefeld aufgetreten und ich als Ostwestfale hätte die Chance ganz gerne genutzt. Habe es leider zeitlich nicht geschafft, nach Bielefeld zur Schuko Arena zu fahren. Haben da ja vor der Schuko Arena vor 5000 Leuten oder so gespielt. Jo. Spontankonzert ist auf jeden Fall eine gute Ansage. Ja, voll. Alter, 5000 Leute auf dem Parkplatz zu holen mit 2 Stunden Vorlauf, das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Haben in der Uni Bielefeld ein paar Flyer kopiert, die sie selber mit Edding gemacht haben, habe ich gesehen. Das fand ich auf jeden Fall. Eine richtig charmante Promo-Aktion. Ich habe auch so von so 1-2 Freunden aus Bielefeld gehört, dass das so dann... Das war wohl schon aufregend für die Bielefelder Studenten, dass sie dann so durch die Uni marschiert sind. Jetzt mal ganz ohne Wertung. Ja gut, aber das ist natürlich auch die Bielefeld-Witze, ne? Da habe ich gar nicht dran gedacht. Aber gut, dass wir Peter in der Runde haben. Der hat gerade schon so off-mic so flache Witze erzählt. Ich hoffe einfach, dass so... Aber naja, vielleicht bist du unser Mann für die Überleitung, weil wenn Nico nicht da ist, dann brauchen wir jemanden, der cheesy Überleitung sucht. Ja, stimmt. Apropos Bielefeld, soweit ich weiß, geht der erste Track um die Jugend der beiden, die sich ja bei Casper hauptsächlich um Bielefeld dreht, obwohl er da weder geboren noch die ersten Jahre verbracht hat, ist das der Ort, den er als Heimat bezeichnet und großer Fan der Arminia ist. Wollen wir dann einfach mal anfangen, den ersten Track zu hören und danach beschäftigen wir uns, meine Güte, mit dem Track und den restlichen Erwartungen ans Album, würde ich einfach mal sagen, weil wir da jetzt noch gar nicht so drüber gesprochen haben. Ja, gerne. 1982 ist der Titelsong direkt als Einstieg, als ob es gestern war. Das klingt nach Story. Mhm. Ich bin gespannt. 1982, als ob es gestern war. Rap. So sieht's aus. Krass viel Input würde ich da mal so in den Raum werfen. Ja, also ich weiß gar nicht, womit ich anfangen soll. Ich fange mal mit dem Beat an. Weil
Champion Sound ja schon so an so alte Just Blaze, Jay-Z Sachen erinnert und genau das wollten sie ja auch haben und da geht's eigentlich direkt weiter, beziehungsweise ja. Champion Sound ist der zweite Song auf dem Album, das war das Intro. Bin gespannt, ob es so weitergeht. Ja. Stu, hält die Klappe, nicht spoilern. Also Casper hat selber im Track by Track gesagt, der Junge, der Jay-Z Anfang der 2000er Jahre würde diesen Beat wählen und darauf seien sie wohl auch stolz. Ja. Also das war das selbsterklärende Ziel. Ja, aber also mir ist eigentlich direkt aufgefallen, dass es so mein Lieblings-Casper ist. Also ich mag es, wenn er Dinge erzählt und ich mag es, wenn er rappt. Diese Combo gab es in letzter Zeit, also so straight Rap, ne, auf Beats und so weiter und wo er dann Storytelling betreibt, das gab es nicht so häufig in letzter Zeit und deswegen ist das so perfekter Einstieg für mich. Ich vertrete ja diese, zumindest in meinem Bekanntenkreis, unpopular Opinion, dass das Langlebe der Tod-Album das bisher beste Casper-Release ist. Aber es macht schon Spaß. Also ich finde den sich ausprobierenden Casper, der auch mal irgendwie so, keine Ahnung, so eine 3 Minuten Post-Rock-Abfahrt auf Flackern, Flimmern dann hinlegt oder so. Mit 180 Spuren. Finde ich halt auch phänomenal geil und eigentlich sogar mittlerweile habe ich das mehr lieben gelernt als den Rap-Casper. Aber eben dadurch, dass ich aus Ostwestfalen komme, hat so diese ganze Gang um Lump, Elch, Affenboss, Casper, Pimpulsiv und so halt sehr viel in meiner Hip-Hop-Sozialisation mitgewirkt. So. Ja, also Die Welt hört mich war damals auch auf jeden Fall für mich so ein entscheidendes Release, warum ich sehr auf Casper kleben geblieben bin so seinerzeit. Und alle Angesprochenen sind mir dann natürlich auch ein Begriff irgendwie. Obwohl ich komme aus der Nähe von Oldenburg, habe da halt gar nichts mit am Hut. War, glaube ich, dreimal mein Leben in Bielefeld zum Fußball gucken. Also für mich war der Opener des Albums so Erwartung und Überraschung zugleich irgendwie. Also wie du schon gesagt hast, so dieser ganze Representer-Sound war für mich irgendwie zu erwarten. Wiederum, dass die beiden dann irgendwie so gänzlich ohne Hook auskommen und einfach so ihre Zeilen darunter rappen, fand ich schon ziemlich erfrischend. Also einen besseren Einstieg hätte das meiner Meinung nach eigentlich gar nicht geben können. So. War es für dich wirklich zu erwarten, dass sie so einen klassischen 2000er Hover-Sound fahren? Also durch die beiden Single-Releases, die man jetzt schon kannte mit Supernova und Champion Sound, hatte man es ja auch total. Und dieses ganze Ding drumherum, wie man das so wahrgenommen hat, dass sich jetzt diese beiden Rap-Größen aus der Szene zusammentun und endlich ihr gemeinsames Album machen und eben von Anfang an irgendwie so diesen Film gefahren sind, sag ich mal, habe ich das irgendwie auch erwartet, dass sich das durch die ganze Platte irgendwie durchziehen wird. Ja. Aber ich wurde eines Besseren belehrt. Ja, auch mit den ganzen Outfits und so weiter in den Videos. Aber davor, als die Platte angekündigt war, aber nicht klar war, wie es dann alles klingen wird und nur, dass man wusste, dass die Crowds halt produzieren, da war ich mir gar nicht so sicher, weil ich habe vorhin schon mit Yannick darüber gesprochen oder ich glaube, als wir Essen holen gegangen sind, Peter war auch dabei, wann Casper und Materia überhaupt das letzte Mal auf einem gemeinsamen Track waren und das war, glaube ich, auch von den Crowds produziert, das war auf einem Remix für die Beatsteaks, wo sie auch noch neben anderen deutschen Rappern drauf waren. CEO war noch mit dabei. Genau, CEO und Felix von Kraftklub. Der war übrigens ziemlich nice, der Track. Genau, voll, der war mega geil. Ja. Aber weißt du, so, man kann sich dann halt null vorstellen, also das ist ja ein weiter Weg von dem Sound zu dem, was die Crowds sonst machen, zu das jetzt. Es geht, die letzte Materia-Platte hatte schon auch seine Momente, die nach 2000er Hip-Hop-Boom-Bap klangen. Und für die so als ich sag mal, ein bisschen Alleskönner in diesem Hip-Hop-Kosmos ist das ja sowieso gar nicht so schwer, da geile Bretter zu bauen. Der erste Song ist natürlich jetzt halt wirklich einfach Rap in Großbuchstaben. Ja. Ne? Ja. Und natürlich auch klassisch Rap von wegen erstmal Wurzeln erzählen. Ich meine, die werden ja immer in eine Schublade geschmissen, die beiden. Von wegen, Materia hat die Tür eingetreten, Casper ist durchgerannt. Aber dass die beiden aus komplett anderen Regionen Deutschlands kommen, komplett andere Wege gegangen sind, aber eben doch beide in Berlin, so dem Epizentrum deutscher Pop- und Musikkultur gelandet sind, das nochmal zu erklären, heranzuführen. Ich habe auch gerade gelogen, fällt mir auf. Die beiden waren zuletzt auf dem Masimoto-Album zusammen, gleich auf dem Intro, glaube ich. Samstag der 14. So ist es nämlich. Genau, nicht als Casper, nicht als Materia, aber das war das letzte Mal, dass sie zusammen Musik gemacht haben. Was dann natürlich auch, wenn ich so drüber nachdenke, weil das Album ja damals immer als Casimoto-Album im Raum stand, natürlich irgendwie auch so ein bisschen vielleicht falsche Erwartungen geschürt hat. Aber gut. Ja. Hören wir uns doch einfach mal die zweite und schon bekannte Single
Champion Sound an. Machen wir es. Ja. Backspin. Okay, ich habe mich gerade mal wieder peinlich gemacht. Hey Nico, falls du es hörst. Ich habe nämlich immer bei Casper bei dieser einen Zeile verstanden, Opener wie bei Kottbulla, also dem schwedischen Gericht. Und ich habe mich danach schlau gemacht. Und jetzt teach uns bitte, Kevin. Damit sind die legendären Intros des großen, visionären Filmregisseurs Francis Ford Coppola gemeint, der für so großartige Filme wie Apocalypse Now bekannt ist. Allgemeinwissen. Ich, Banause. Du, Banause. Wirklich. Ja, aber es ist auch das Fragezeichen in Kevins Gesicht, als er gerade eben sagte. Ich frage mich auch, wo du die Gedanken hernimmst, dass in dem Song die ganze Zeit Referenzen zu großen Legenden des Sports oder der populären Kultur genommen werden und dann auf ein schwedisches traditionelles Gericht kommst. Ich hab da wirklich ein einziges Mal drüber nachgedacht und dann einfach immer über diese Zeile hinweggehört oder gesehen und mich dann nie nach schlau gemacht. Und ich dachte halt so, hä, was soll der Quatsch, ist auch ein Hauptgericht. Naja, Rap. Vielleicht mag Casper das. Zwei Nee, aber was war eure Lieblingszeile? Ich habe nämlich eine von Materia. Ja, bei mir ist es die, wenn ich will, schreibe ich Westernhagen-Zeile. Genau, die ist bei mir nämlich auch. In der Redaktion mit Dennis schon drüber gesprochen. Das ist einfach ein Boss-Move. Der darauf reagiert hat mit, ja und? Westernhagen ist doch scheiße. Ja. Oh, Westernhagen ist einer der größten deutschen Liedermacher, die wir haben. So, und der einzigen, der mit Würde so ein Stadion füllen kann. Innerhalb von Deutschland auf jeden Fall auch Lindenberg, kommerziell erfolgreichste Künstler. Tatsächlich, ja. Noch vor Herbert Grönemeyer. Immer die noch? Meisten Platten verkauft. Ja. Tatsächlich. Nach wie vor. Ja, ist zu krass. Peter guckt ganz bedächtig ins Mikrofon. Ich hätte die LeBron-Zeile genommen. Aber was? Die Zeile mit LeBron. Come oh, on. Jetzt kommt ihr in die Haare. Da habe ich gerade eben schon während des Songs habe ich ja so rein kommentiert. Das ist ein wahnsinnig trauriger Abgang meiner Meinung nach innerhalb des Parts von Materia. So. Da Warum? Sind ein paar gute Brecher drin, aber diese Wenn ich gehe, Legende LeBron-James-Zeile so. Ach. Mhm. Das ist mir viel zu simpel gedacht für ein Materia. So, der Typ, der ist, also gerade bei den beiden erwarte ich auf dem Album gar nicht mal so sehr wie in den Solo-Platten, die ja schon richtige Nerd-Musik teilweise sind, so an Suchsillen bei einem Casper in Referenzsuchen, bei einem Materia in Wortspielen, die halt auch die zwei, drei Ebenen immer haben. Eine meiner besten Materia, also meiner liebsten Materia-Lines ist, du bist willenlos, denn du lebst in einem Reihenhaus. Mhm. Wären wunderschön. Kräftig. Und solche Dinger habe ich auf dem halt, klar, es ist ein klassischer Representer so, aber habe ich bei Materia sehr vermisst. Und das hat mich auch, als Single rauskam, irgendwie ein bisschen enttäuscht. Dafür finde ich den Casper-Part richtig stark. Mhm. Ja. Weil so, das ist nämlich auch der Rap-Casper, der mir richtig gut gefällt. Auf dem Song sehr gut, meiner Meinung nach, abgeliefert hat. Und der Beat ist halt recht unspektakulär, aber krass so. Ja, das also ist aber so. So low-key-Brett halt so. Wie findet ihr denn die Hook? Weil in meinem engeren Freundeskreis war das jetzt in letzter Zeit häufiger Thema, weil wir finden, Casper hat ja in dem, ich glaube in dem Podcast, in dem Mitverachtung-Podcast, wo Young Horn auch zu Gast war, gesagt, dass er in letzter Zeit seine hohe Singstimme entdeckt, für sich entdeckt hat und lieben gelernt hat und deswegen ein bisschen rumprobiert. Und das macht er ja auch auf Supernova, ja. Wie auch hier. Ich weiß nicht, ob uns das noch häufiger begegnen wird. Und ein paar Freunde von mir haben da auf jeden Fall mit Probleme. Also ich saß... Auch nicht mein Fall. Ja. Ich fand es ganz überraschend und erfrischend auf jeden Fall. Mhm. Also ich finde das sogar mit irgendwie so das Beste an dem ganzen Song so, weil ich stehe immer da drauf, gerade wenn man so eine Musiker hat wie Materia und Casper, da mal ein paar neue Seiten zu entdecken. Und das ist definitiv eine von Casper, die dem Song noch so den nötigen Touch, sag ich mal, gegeben hat. Weil sonst war es für mich eben keine große Überraschung und ich war beim ersten Mal anhören und auch anschauen eher enttäuscht. Also das Video war megamäßig, das fand ich richtig gut. Aber wie gesagt, den zu erwartenden Representer-Sound und so hat mich dann eher so ein bisschen so, ja, das ist es jetzt. Ja, das hat mir jetzt als erste Single jetzt auch nicht so krass vom Hocker gehauen, muss ich sagen. Ich muss schon sagen, ich war ja auf dem Kosmonaut und habe mir das Ganze angeschaut. Als das dann auch überhaupt announced wurde, dass die beiden das machen werden. Ne? Und der Song auch performt wurde und in dem Moment war es schon so, das knallt, okay, glaube ich, krass, kann ich mir schon so gut vorstellen. Ja gut, ich stand im Fotograben direkt vor den Bassboxen, ich habe einfach nichts gehört. Angeber.
Nee, man hat halt wirklich nichts gehört von dem Auftritt. Ja. Das Einzige, was man gehört hat, war, da sind zwischendurch so Feuerwerk gezündet worden. So. Man hat halt das Feuerwerk abfeuern gehört. So. Ja. Und das war es dann auch. Das war ein bisschen schade drum. Aber es war halt schon auch, es war recht unerwartbar. So. Mhm. Im Nachhinein, wenn man sich nochmal so, wenn man sich so Gedanken darüber macht, wie dieser Kosmonaut-Auftritt abgelaufen ist, ist es schon auch eine verrückte Aktion, dass sie da irgendwie 5, 6 Rapper ankarren, die dann Show abliefern, damit am Ende halt ein Album announced wird und ein Song performt wird. Ja, ja, das war schon krass. Das ist halt ungewöhnlich, sowohl fürs Festival als auch für Musikpromo. Und ich bin mir bis jetzt noch nicht sicher, ob ich es geil finden soll oder ob ich es wack finden soll. weil dieses für einen Auftritt und ein Announcement quasi den Headliner-Slot, also für einen Song und ein Announcement den Headliner-Slot so zu machen, ist schon schade so für den, für den Fest. Aber das war doch dann so eine Mixed-Show einfach, ja, die Headliner-Show. Genau. Der Haiti war auch dabei, Rin war dabei. War dabei, Bowser war dabei, Crow war dabei und... ja, aber kann man sich da so beschweren? Nee, also die Show war super, aber ja, es war halt so den Headliner-Slot für einen Promo-Move, ne? Ja. So. Für einen krassen Promo-Move, aber für einen Promo-Move. Ich fand es einfach nur erstaunlich, dass sie das halt so, weißt du, zwei Deutsche fast schon, oder sie sind auf jeden Fall auf dem Wege dahin, deutsche Rap-Legenden zu werden, dass sie das dann nicht auf dem Splash announcen. Also, aber das war dann, das ja dann irgendwie ein oder zwei Wochen später war, aber das ist dann ja auch einfach nur sowas. Aber das ist dann ja auch irgendwie so die Frage dabei, nehmen sie wirklich alle so wahr als zwei angehende deutsche Rap-Legenden, sag ich mal, jetzt ganz besonders auch die jüngere Generation angesprochen? Weiß ich manchmal gar nicht so genau. Das merkt man dann, nö, wahrscheinlich nicht. Das merkt man ja auch an Dingen wie Streaming bei den beiden oder auch Klicks bei YouTube, weil das sind beides Künstler, die ein krasses Standing haben, die im Normalfall ihre Tour innerhalb von kürzester Zeit ausverkaufen, sind auch für mich die beiden besten Live-Acts aus dem deutschen Rap-Bereich. Ja. Und die Klicks sind einfach nicht so stark, weil das, glaube ich, eine jüngere Zielgruppe ist. Und wenn man das mit anderen deutschen Rappern vergleicht, schmieren die da ein bisschen ab, kann man jetzt sagen, aber live darum. Fun Fact jetzt, das Materia-Konzert in Rostock im Ostseestadion ist das größte Konzert, was jemals ein Deutschrapper gespielt hat. Und das war in einer Woche ausverkauft. 30.000, 35.000? 32. Ja. Und ich habe keine Ahnung, ich habe wirklich null Ahnung, aber ich wette jetzt einfach mal, man kann dagegen einsteigen, dass Casper 2019 in der Schüko Arena nachholen wird. Da gehe ich mit. Nachziehen wird. Ah. Aber ich wollte noch kurz von wegen announcen, auf welchem Festival. Ich kann mir vorstellen, dass es fast schon inflationär geworden ist, große Alben auf dem Splash anzukündigen. Sido und Savage. Richtig, das Splash. War letztes Jahr und sie wollten eigentlich ein Jahr später Casper, vielleicht da auch stehen und das auf Casper announcen. Casper aber auch mit langer wieder zu auf dem Kosmonaut-Festival. Ja. Das meine ich ja genau. Stimmt, das ja, gut, nicht besonderes sehr gut befreundetes Festival. Ne? Aber was soll's, das sind ja Kinkerlitzchen. Natürlich. Wollen wir uns den nächsten Track anhören, Leute? Lass gerne. Und mir ist ein bisschen aufgefallen, wir haben jetzt sehr viel über Casper gesprochen, ein bisschen weniger über Materia. Vielleicht gucken dann wir einfach haben mal ja auch acht Tracks. Vielleicht gucken wir beim nächsten Track einfach mal den Materia ganz genau auf seine Finger. Jo. Und hören uns jetzt Omega an. Backspin. Omega, der letzte Buchstabe des lateinischen Alphabets und nicht ganz so lang ist der besungene Opel-Modell, um das es geht. Wow. Den habe ich auch nicht kommen sehen. Peter hat gerade großspurig angekündigt, dass er den Einstieg machen wird. Ja. Dann fangen wir auch an mit einer Meinung. Ja, geil, ne? Ja, Casper Materia, wir besiegen ein bisschen das Provinzleben, wir tanken 10er in die Karre und dann fahren wir rum. Von links bis rechts ist alles voll. Gefällt mir gut. Entschleunigt auf jeden Fall oder nach den ersten beiden Tracks deutlich langsamer. Mhm. Und genau, beide erzählen so ihre Erfahrung der Jugendtage. Fällt mir auch gut. Kann ich auch gut mit, ich schäme mich ganz, mir fallen so denglische Wörter ganz an. Ich wollte so relaten gerade sagen. Jetzt habe ich es auch ausgesprochen. Du schämst dich doch immer noch für die Köttbuller Farce. Das auch. Ja, aber schnell zeigen, wie international er ist. Nein, überhaupt nicht. So ein Agenturensohn, Alter. Ja, fand ich auch sehr erfrischend. Auch die Hook, auch sehr entspannt. So, ich ahne langsam, wo das alles hingehen wird. Das ist ja alles so, Yannick meinte gerade... Okay, Leute, da sind jetzt gerade ganz schnell die Batterien ausgegangen. Aber ich weiß noch genau, wo ich war. Ich war nämlich dabei, dass Yannick am Anfang des Songs gesagt hat, und ich wollte über das Soundbild sprechen, dass dich das sehr an Kanye erinnert hat. Voll. Das ist so 2005, 2006 Kanye West
irgendwie nah dran, vielleicht noch ein bisschen eher, vielleicht so 2004. Ich habe direkt so an, also das hat jetzt mit dem Beat nicht so viel zu tun, aber so an um die Ära Jesus Walks herum. Ja, genau. Ja, ja. Das war 2004, oder nicht? Ja, aber es ist geil, steht den beiden. Voll. Also dieser Soundteppich aus der Zeit, also gefällt mir sehr gut bislang. Obwohl ich schon wieder das Gefühl habe, dass Casper das Ruder übernommen hat auf dem Song. Das sehe ich irgendwie ein bisschen anders. Ich fand irgendwie den Part von Materia in dem Song wesentlich dominanter irgendwie. Also ja, die dann Hook war auch wieder so sehr Casper-lastig. Ja. Ne? Also. Ja, aber was irgendwie, warum fandest du den Part besser? Wir wollten ja ein bisschen mehr auf Materia gucken. Ich glaube, das ist in dem Song ganz besonders ist auch einfach nur von, also einfach nur Materias Stimmfarbe zu Lasten gekommen, finde ich. Also ich fand einfach, er hatte mehr Ausdruck in seiner Stimme, jetzt gar nicht mehr so auf die einzelnen Zeilen oder Wörter bezogen, die er rappt, sondern einfach gänzlich auf seine Stimmfarbe. Die fand ich einfach durchsetzungsstärker in dem Song. In der Hook reden die ja davon, dass sie mit 10 Mann in einem Omega unterwegs waren. Wie Peter schon richtig gestellt hat, was das für ein Mobil ist, hat er ja schon erläutert. Ich erinnere mich gerade, ist schon ewig her, dass ich mit so vielen Leuten in einem Auto gesessen habe, so nachts unterwegs. Fühle mich ein bisschen alt, aber jetzt, wo man, das ist glaube ich so ein typisches Dorfding, weil die beiden erzählen ja auch so aus Bielefeld und aus Rostock und so und das ist, ich bin ja auch nur nach Hamburg gezogen. Ich glaube, ihr alle seid gerade in einer anderen Stadt auch, ne? Nee, ich bin wieder, kommst ja aus Hamburg. Ich komme aus Hamburg und bin wieder in Hamburg und kann auf jeden Fall sagen, dass ich ähnliche Erfahrungen teilen kann und mich auch in dem Song deswegen gut wiederfinden konnte auf jeden Fall. Also dieses mit 10 Homies in einem kleinen Wagen durch die Stadt fahren oder Vorstadt. Man ist direkt so im Modus, ne? Auf jeden Fall. Also und das Bier von der Tanke genau, im Auto, und viel zu viel Bullen, Kopf runter an der Kreuzung so. Ich meine, es gab immer Zeiten, da hat man nichts anderes gemacht irgendwie auf einem Freitagabend oder so. Das ist schon McDonald's, McDrive und dann durch die Stadt irgendwie. Mit Rap-Mucke und 40 km/h. So sieht's aus. Ja. Was ich an dem Song auch ziemlich geil finde, ist so, dass sie den Vibe, den man dabei verspürt, so auch im Klanglichen ganz gut eingefangen haben. Ja. Also es ist ja so Songs übers Autofahren schaffen es irgendwie oft in die Autoplaylist zu kommen. Auch in die Autoplaylist zu kommen. Das habe ich also zum Beispiel von der Gloomy Boys-Platte mit dem Tief- und Langsam-Song, das habe ich auch mit dem 8 km/h von Crow. Den hatte ich gerade direkt im Kopf. So. Die einfach perfekt so, Hafthook ist so, geil, so wiedergeben, so wie man geil cruisen kann so mit dem Auto, wie man so richtig entspannt Auto fahren kann. Peter mit den massiven Tönen in 3, 2, 1. Berghans Auto, ich auch auf mich Autofahren. Das wäre so ein Ding wieder gewesen. Reinrufen, ja. Das wäre so ein Ding wieder gewesen von Peter, so aus der Versenkung, kommt auf einmal mit Cruisen. So. Ja, okay, warum nicht? Yannick, du bist ja mal mit der Playlist. Mit der Tracklist. Ach so, oh je. Und ich stehe auf dem Schlauch. Der nächste Song ist die zweite Single, Supernova, den kennen wir schon. Und der bricht klanglich ein bisschen aus. Kann man ja schon mal anteasen in die Richtung. Boah, ich habe eine geile Idee. Lass mal nicht den Song hören, sondern das Video gucken. Ja, Mann. Okay. Wir gucken jetzt das Video. Gucken wir jetzt das Video und wir hören uns gleich wieder. Backspin. So, Leute, jetzt möchte ich harte Meinungen. Das beste Musikvideo bislang, 2018? Schon, oder? Ja. Das Detailverliebteste auf jeden Fall. Es ist halt man kann sich das zigmal angucken und es ist so viel drin. Ja, es ist wirklich so viel drin. Es ist fast schon überladen an Cameos und Menschen, die da irgendwie mitgewirkt haben, die man kennen könnte. Da kommt halt auch von der ganzen Mechanik her und so auf dieser ganzen filmischen Ebene alles zusammen, finde ich, in dem Musikvideo. Ja. Also ganz groß. Was ist denn eure Lieblingsszene? Also dadurch, dass sie so energiegeladen ist, muss ich tatsächlich sagen, die Szene, wo sich keine geringere Dame wie Lena Meyer-Landrut das Materia-Trikot zerreißt und darunter ein Casper-Shirt zum Vorschein kommt. Das ist das, die hat das Shirt an, was es damals zu XOXO dazu gab. Ja, genau. Und du hast es nicht so ganz gecheckt am Anfang, genau, ne? Mich war etwas verwundert bis jetzt, wieso sie überhaupt in dem Video zu geben ist und wurde soeben aufgeklärt, warum dem so ist. Ja, das ist Lena Meyer-Landrut und Casper wurden zusammengebracht. Ich glaube, das war so XOXO-Zeiten von Casper. Das war kurz nach XOXO, als Casper so ein bisschen bekannter wurde. Von Arte zusammengebracht. Eine Nacht mit hieß das Format und sind eben beide durch Berlin heißt gefahren nicht, worden. Heißt es nicht durch die Nacht? Ja. Durch die Nacht. Ja, da gibt es wirklich hervorragende Folgen. Und, auch so Haftbefehl und Oliver Polak sind auch sehr gut. Strunk und HP Baxter. Aber egal, weiter. Und genau, werden dann eben mit dem Auto von einer Station zur nächsten gefahren, malen erst, gehen verschiedene Museen und
wenn man das Video anguckt, findet man Casper am Ende sehr sympathisch. Also die meisten Zuschauer und der bei Landrut empfindet man das sehr anstrengend. Und ich glaube, es hing hier so ein bisschen nach und als Zuschauer hatte man das Gefühl, die verstehen sich überhaupt nicht. Und ich glaube, dem war aber nie so wirklich so. Und, Ich glaube, da gab es ja auch mal die Zeile dann. Es gibt ja diesen Track von Casper und Crow, den gemeinsam, der rausgekommen ist, als Crow ursprünglich Casper mal auf Tour begleiten sollte als Support. Ist also schon ein bisschen her. da hat Crow dann ganz kurzfristig abgesagt, weil es, glaube ich, um Albenproduktion ging. Für was? Rayop. Das war nach der Easy Maxi-Single. Genau. Und da gibt es die Zeile von Casper: Laune so gut, kann mir nicht mal die Landrut versauen. Ah, okay, dann. Ja. Ah, okay. Die kannte ich nicht. Genau. Und der Top-Comment habe ich gerade gesehen unter dem Video: war auch Video so gut, kann mir nicht mal die Landrut versauen. Ah, okay. Also ich habe keine Ahnung, wie Leder privat ist. Kein Beef. Ah. Was ich, apropos Top-Comment, sehr spannend fand, darunter sind oft so Timecodes aufgezählt, wie man im Video das sehen kann. Krass, das ist so heftig, ja. Aber ich habe das Gefühl, da ist keiner vollständig und so interessant, auf wen geachtet wird. Die KZ-Jungs sind meistens aufgezählt oder Felix von Kraftklub. Dende als Schiedsrichter ist auch. Ich würde sagen, das ist meine Lieblingsstelle. Dende als Schiedsrichter, aber ab und zu zeigt das runter und nickt dann sowas oder hebt die Hände. Ich finde, schläft ja auch ein im Video. Ja. Naja, Dende. Super. Ja. Den Mann kann man auch nur ins Herz schließen. Character einfach. Ich habe auch noch in Erinnerung, wie er auf Splash gekommen ist, in so einem einteiligen Jogginganzug quasi. Jo. So ein One-Piece. Da war ich auch einfach glücklich. Als ich morgens da stand und es kam einfach so ein grinsender Dendemann entgegen in diesem Jogginganzug. Ja. Da war mein Tag einfach schon wieder so richtig schön. Du bist leicht zu begeistern. Ne? Ja, voll. Ja, ich fand es krass, diese Tischtennisschläger, die sie da haben. Das sind ja so. Der eine Customized. Ist, genau, customized. Der eine ist ja irgendwie eine Fischflosse oder ein Fisch. Und ist, glaube ich, ziert, glaube ich, auch das Cover der Single. Ja. Und die wurden von Marek Bäuerlein gemacht, übrigens. Ach, was? Der von zusammen Prosecco mit Chris Nanu, genau, Prosecco Laune macht den Podcast, einer meiner Lieblingspodcasts. Falls ihr das nicht kennt, hört euch das mal an. Und ja, Song. Hook, Thema Hook wieder. Haben wir ja vorhin schon drüber gesprochen. Was sagt er? Bricht am ehesten aus von dem, was wir bisher gehört haben, ne? Mhm. Schon? Ja, das treibt mir das so quasi auf die Spitze. Genau, was wir haben mit dieser Singstimme. Autotuned Casper, wir haben ein Ja-Ja-Adlib, wir haben einen sehr starken Materia-Rap-Part. Mhm. Ich finde den Part von Casper aber auch ziemlich geil, weil davor musste ich mich ein bisschen überzeugen lassen, aber mittlerweile gefällt mir die auch ganz gut. Ich habe so das Gefühl, bei Casper, um nochmal wieder jetzt über den zu reden, erstmal, dass mit dem neuen Album so stilistisch, also mit dem letzten Album sich so stilistisch wieder so Tore aufgetan haben für ihn, wo er jetzt gerade nochmal so eine krasse Entwicklung in dem, was da kommen kann, hinlegen könnte. So. Und da sehe ich in dem Song, gerade in dem Part, so vielleicht so ein bisschen Vorgeschmack auf das, was man vielleicht auf dem nächsten Casper-Solo-Album hören könnte. Sowas würde ich mir tatsächlich sogar wünschen als Solo-Album. So ein aufgedrehter Rap-Casper mit so ein bisschen Singsang im Rap und so. Da darfst du aber auch noch definitiv weiter gespannt sein, was sich in den nächsten Tracks verstecken wird, weil ich auch finde, dass Casper bei dem ganzen Projekt eine ziemlich große Weiterentwicklung musikalisch gemacht hat, auf jeden Fall. Und wenn du es hörst, wirst du es auch auf jeden Fall merken, was ich damit meine. Und Spoiler doch jetzt nicht so, lass es doch abwarten hier. Entschuldigung. Wir haben auch noch ein Fazit am Ende. aber ich mag den... Hoppla, da war schon der nächste Song. Da wollten wir schon, normalerweise ist das auch einer von Nikos Parts. Die Technik kurz mal nicht im Griff zu haben. Nico will sich hassen hier noch. Aber ich mag den Song, also gefällt mir. Grüße nach Tschechien, der ist übrigens auf dem Hip-Hop-Camp. So, um mal kurz zu erklären, warum er nicht da ist. Ich habe mir das Line-Up mal durchgeschaut und Chief Keef steht einfach im Line-Up. So vollkommen... In diesem Real-Rap-Line-Up steht so mittendrin so Chief Keef. Und überall Rucksäcke. Ja. Don't like. Ja. Ich würde es mir richtig gerne angucken. Chief Keef auf dem Hip-Hop-Camp. Geil. Ach ja. Ja, Leute. Habt ihr noch was zum Song zu sagen? Oder zum Video? Ich mag die Bridge, in der so eine warm gezerrte Gitarre irgendwie die Hauptrolle quasi übernimmt. Mhm. Und das Ganze noch mal so ein bisschen aufbaut. Das erinnert mich an die Sachen, die gerade auch ein Blut macht, so in gewissen Teilen. Und das gefällt mir sehr gut. Wir sitzen hier gerade draußen
Und nicht nur, dass ihr jetzt deswegen auch Autos hört, sondern ich habe auch gerade, Peter war gerade so ein bisschen abgelenkt. Ich aber auch, weil Peter hat sich gerade mit so einer Wespe gekeift. Auf alle Fälle, ja. Wobei du hast es ganz friedlich gelöst, ne? Ach ja, so. Du fragst dich, wie der nächste Song heißt, ne? Ich frag mich, wie der nächste Song heißt. Ich kann es von Kevins iPhone abschielen. Wir sind willkommen in der Vorstadt. Willkommen in der Vorstadt. Dann fahren wir mit dem Omega jetzt weiterhin, ja. Ja, ganz genau. Okay, dann sind sie also mit dem Opel angekommen. Ich bin gespannt. Uff. Alter, da waren wir uns gerade kurz sicher, wir hätten dechiffriert, was für ein Sound dieses Album fährt. Und dann kommt da sowas um die Ecke. Ganz genau. Der Beat ist halt verrückt so. Es ist halt nur ein Skelett eigentlich. Du hast eine Bassline, die irgendwie ein, zwei Töne spielt und die ewig lange hält. Darüber läuft ein Xylophon und halt Drums. Und das ist alles, was in diesem Sound passiert. Das ist aber drecksböse. Und das ist richtig fies. Ja. Der geht auf jeden Fall so, der schiebt sich so fies unter die Fingernägel. Wir haben gerade diesen Track angemacht und es geht direkt so los und alle gucken sich so an und sagen, ach du Scheiße, was passiert denn jetzt? So habe ich mich tatsächlich auch beim ersten Mal hören gefühlt. Also die ersten vier Tracks waren so, okay, ja, irgendwie zu erwarten. Ein bisschen Feelgood auch, die ersten Songs, ne? Genau, und auf einmal kommt dieser fünfte Track um die Ecke. Wow. Da werden die Zähne gefletscht. Ja. Und Casper, also wenn es denn Casper war, mit einem vollkommen irrsinnigen Vocal Editing, so. Diese Bridge, ne? Ja. Also wenn das Casper war, ich habe erst an Yasha gedacht, ehrlich gesagt. Ich glaube nicht, dass es Casper war. Ich glaube aber auch nicht, dass es Yasha war. Keine Ahnung. Kein Plan. Also ist auch egal. Klingt, es klingt auf jeden Fall auch vollkommen ungewohnt für beide. Ja. Ja. So. Ja. Erst dachte ich so, okay, irgendwie schon eine Materia-Hook, aber dann dieses Autotune, da habe ich überlegt, ob man Materia schon mal so richtig auf Autotune gehört hat. Nee. Aber. Doch, auf Trettmanns Album. Ja, stimmt. Und ich finde auch, wie dermaßen direkt an einfach der Part von Materia nach der Hook reinkommt. Es geht so unter die Haut, also wirklich. Das ist wirklich ein ekelhaftes Brett, muss man schon so sagen. Das Ding ist. Der ballert live auch, aber richtig zornig. Ja. Mir ist auch gerade aufgefallen, während der Nummer, dass wir ja noch einen weiteren Song von der Platte kennen, also von dem Splash-Auftritt, von dem Kosmonaut. Ich weiß nicht, ob das genau, aber Adrenalin, der wurde live schon ein paar Mal gespielt. Und der geht ja in eine bisschen ähnlichere Richtung wie der jetzt im Vergleich zu den ersten vier Singles. So, weil ich, aber ich bin ganz froh, also ich weiß ja nicht, wie es weitergeht und du hältst die Klappe. Ich wollte gerade schon wieder was sagen. Also ich bin ganz froh, dass es kein Album ist, was sich jetzt an diesem Sound orientiert, auch wenn das ein geiler Song ist. So. Aber ich bin froh, dass sie ein bisschen weg vom Zeitgeist sind. Ja, ja. Das war auf jeden Fall bisher das atmosphärische Peak, fand ich. Ja. Also auch vor allem, ich wüsste nicht, weil ich das Mal Materia so, so zähnefletschend gehört habe, von wegen, komm nicht in unser Viertel rein, du kommst aus der Großstadt, aber hier geht die Vorstadt. Ja. Ja. Stimmt, inhaltlich haben wir uns auch gar nicht über den Song unterhalten, denn es ist ja auch schon... Ich bin noch komplett ein bisschen durcheinander mit meinen Gedanken. Noch. Es ist ja auch reiß so... dich zusammen. Eine krasse Message von also es wird über Golf, also es ist ja es wird ja aus diesem kleinen Kosmos... Wie war die Zeile mit dem Golf 6? Die war geil. Hemmschwelle tief wie der Golf 6. Genau. Ja, beste. Es wird über Golf GTIs, getunte Autos, Tankstellenbier... Und über richtig ekelhaft das asoziale Leben zelebrieren gerappt. Ja. Und dass Schacks scheiße sind. Tut mir leid, Leute, ich finde die auch nicht so geil. Hat keiner an, wa? Nee. Tritt keinem damit auf die Füße. Nein. Aber du hast nicht die Hohen an. Nee, das ist schon okay. Die Hohen und eine kurze Hose. Warte, ich muss revidieren. Ich finde die gar nicht so kacke. Ich finde es nur kacke, wenn man das so... wenn man das so zu seiner Lebensaufgabe macht, neue Chucks zu kaufen, es dann jedem erzählt und dann aber auch jedem erzählt, dass man damit erstmal ein paar Pfützen springen muss und sich vor ein paar Leuten im Club zu Arctic Monkeys auf die Füße treten lassen muss, damit sie dann gebraucht aussehen. Ja, ja. Ich mag die CDD-Chucks, aber die finde ich schön. Mhm. Ja, wir wollen uns jetzt hier nicht über nicht über Chucks verlieren. Nein, nein. Das Thema hatten wir letztens erst mit Nico bei Summer Jam, als es um... Stimmt, um Mason Margiela ging. Mason Margiela ging. Oder Maison Margiela, wer weiß. Naja. Krasser Song. Ja, definitiv. Und ich finde auch, wenn man es schafft, so zur Mitte des Albums für so eine große Überraschung zu sorgen, die man so hat nicht kommen sehen, das ist schon für so eine Kohärenz in dem Album sehr erfrischend auf jeden Fall. Es ist ja auch etwas, was wir irgendwie in den letzten Episoden von Album des Monats schon häufiger feststellen durften, dass so ab Mitte des Albums wirklich mehr oder weniger genau
bei der Hälfte der Tracklist ein Song kommt, der irgendwie mit dem Rest des Albums bricht. Und dann entweder was Neues einläutet oder halt für eine kleine Pause bzw. Abwechslung sorgt. Ja, eine Pause war das hier definitiv nicht. Nee. Aber und wo ihr gerade schon von Hälfte redet, wollen wir ein kleines Zwischenfazit ziehen? Schon mal? Haben wir das gerade nicht so mehr oder weniger gemacht, ehrlich gesagt? Ja. Punkt für Kevin. Ja. Und ich muss jetzt hier gerade mit Yannick schimpfen, weil er immer noch der erste Mann für die Tracklist und er klappt seinen Laptop einfach nicht wieder auf. Was ist los mit dir? Den nächsten Song kennen wir aber. Ich wollte sagen, Kevin, du hast die Überleitung fast eben schon gemacht. Und zwar hören wir jetzt den schon auf dem Splash gespielten Adrenalin. Der klingt nicht zufällig, guck mal, ähnlich. Guck mal, hätte ich das jetzt vorher gewusst, dann hätte ich eine genauso cheesy Überleitung machen können wie Nico. Aber wir hören uns jetzt Adrenalin an. Ich habe auch ein bisschen Puls. Backspin. Ja. Okay, ja. Leute, ich sag wie es ist. Der Song hat mir bislang deutlich am wenigsten gefallen. So der Star ist tatsächlich, der Star ist der Beat während der Hook, der einfach klingt wie Lex Luger 2010 und dir alles aus dem Gesicht bläst, ne? Ja, ballert. Ja. Also hat beim Splash auch Spaß gemacht zuzugucken, wobei ich da den Song auch schon nicht so... Ach, das ist halt so dieses... Ich möchte, also Trap ist ja, ich mag... Dinge sehr, sehr gerne. Aber dieses repetitive Adrenalin, also das ist so ein die bisschen Einwort, so ein, Digga. Also für das, was er sein soll, ist er sicherlich in Ordnung. Wir haben uns ja eben schon kurz darauf ein bisschen geeinigt, dass es sicherlich eine Live-Nummer ist, die auch live ganz besonders gut funktioniert, wie man es auch ganz besonders von Materia kennt. Hat mich jetzt zum Beispiel auch immer die Moshpits werden da natürlich, da werden große Kreise bildet genau. Zu dem Song. T-Shirts werden geschwungen. Dafür man, ist er wahrscheinlich auch so ein bisschen da. Wenn man die Konzerte von Materia betrachtet, wenn er jedes Mal zum Schluss sein, ich weiß gar nicht, ob das ein Song ist oder einfach nur eine Live-Nummer mit alle oder keiner und die Leute dann komplett freidrehen, erinnert mich stark daran auf jeden Fall. Ist ja ursprünglich mit Deichkind gewesen, aus die, wo diese letzten 20 Sekunden herkommen, oder nicht? Ich glaube schon. Das ist irgendein alter Song mit Deichkind, wo sie das rausgeholt haben. Stimmt, jetzt wo du es sagst. Aber ich weiß nicht mehr genau, wie er heißt. Ich habe auch keine Ahnung. Naja, aber es ist ja auch, das findet man raus. Wenn ihr wollt, findet ihr das raus. Ja. Aber, also, diese Adrenalin, diese Buchstabier-Bridge, genau. Leute, da hätte ich einmal kurz eine Meinung zu. Das habe ich ja schon gesagt, als ich das gehört habe, ich jetzt richtig unangenehm. Ja. Also da war ich so ein bisschen peinlich berührt beim Hören auch. Ja, eher so der Opel Corsa unter den Bridges. Ja. Ist tatsächlich kein Omega. Es ist tatsächlich echt irgendwie nur etwas, was live dann funktioniert und jetzt beim Hören in der Runde oder alleine eher nicht. Ja, das könnte man dann so live machen, statt zu fragen, ob jetzt die linke oder die rechte Seite lauter ist, was immer mir persönlich sehr wichtig ist. Und aber auf Studien haben ergeben, die Linke das, meistens lauter. Aber ob das auf dem Song was zu suchen haben muss. Ja. Nee. Und generell, ob der so einen Song auf die Platte muss. Also mich hat es leider so ein bisschen dann rausgezogen aus diesem ganzen Mut, in dem ich jetzt bin, nachdem ich die 5 Tracks gehört habe. Die Songs davor hatten halt deutlich mehr inhaltlichen Bezug zu den beiden eigentlich auch. Zu den beiden und zum Aufwachsen, weil so dadurch, dass dieses Album eben 1982 heißt und dass es sich sehr viel mit den Heimatstädten bisher beschäftigt hat. Was hat man halt, ja auch jetzt in der Promophase sieht. Genau, hat man halt einen krassen Bezug zu dem, wie sie aufgewachsen sind. Denn das, abgesehen von so einzelnen Geschichten aus dem Leben von den beiden, hat man ja über die Jugend von denen nicht so viel in der Musik gehabt. Das stimmt. Wiederum kann man das vielleicht auch so ein bisschen, wenn man da eine Referenz drin sehen möchte, gehört ja auch dieser Abrissmodus, sag ich mal, auch zu Materia und Casper. Klar. Ne? Also es ist ja schon irgendwie auch ein Teil deren Leben, so was wir in dem Song zu hören bekommen, wenn man das eben so sehen möchte. Und es wird in Drangsalzeile zitiert. Ich habe den Kopf voll mit Pflastersteinen im Casper-Part. Casper hat auch selber auf Der Druck steigt, glaube ich, angespielt. Ja, genau. Ich wollte gerade sagen, so die, schon wieder ein paar Anspielungen, wie das man war das bei... generell in den Tracks davor auch, dass sie häufig auf irgendwie sich selbst oder andere Künstler verweisen, die in deren Dunstkreis irgendwie passieren, aber bin nicht drauf eingegangen. Naja. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. So, den haken wir jetzt mal ab, wa? Dann machen wir einfach mal. Chardonnay und Purple Haze. Ja. Der wird gestern schon gespielt in Bielefeld. Genau, da habe ich nämlich ein kurzes Video von einer Freundin zubekommen heute Mittag. Dito. Und auf diesem kleinen, wackeligen Handyvideo klang das ganz gut. Hat mir das ganz gut gefallen. Ich bin gespannt, wie das jetzt hier auf Box läuft. Jo. In der Nachbarschaft. Hören wir uns mal an. Backspin. Manchmal liegen Himmel und Hölle so nah beieinander. Und Chardonnay schadet nie.
War, ist glaube ich, meine Lieblingshook bis jetzt. Ja. Das ist da gehe ich so, mit. So richtig geil, ignorant, laidback, der ganze Song. Ne? Und ich hätte mir sogar einen Masimoto darauf vorstellen können. Sowohl auf dem Beat als auch von der Performance. So ein Materia performt für sich. Vor allem selbst. Wie Casper einsteigt, ne? Ja, genau. Und aber auch der Materia-Part ist so, wie die Stimme ausbricht und so. Geht klingt, auch ums Kiffen. Klingt ein bisschen, ja, das kommt noch dazu. Bei ihm zumindest. Klingt noch ein bisschen wie Materia als Masimoto float, nur ohne Vocal Effects. Ja. Ach ja, aber krass, ne? Also, ist ganz witzig, weil es gibt, glaube ich, mehrere Momente, wo Casper und Materia schon mal, oder man kann sich so zusammensetzen. Casper rappt in diesem Track über Chardonnay und generell über Wein. Er erwähnt, glaube ich, die Vino Blanco Bande Friedrichshain oder so. Mhm. Und er hat irgendwo mal erzählt, dass er zusammen mit Montana Max, beziehungsweise Max Mönster, irgendwie so einen Wein- und Käse-Club hat oder so einen Stammtisch. Und wer die Materia-Doku geguckt hat, die, glaube ich, vor 3 Jahren oder so herausgekommen ist, die Paul Ripke gemacht hat, die for free auf YouTube gestellt wurde. Ja. Ende 2015 ist sie gekommen. Weiß ja auch, dass Materia mal ganz schön mit seiner Gesundheit zu kämpfen hatte und seitdem kein Alkohol mehr trinkt. Ja. Und, auch das ist mir aufgefallen. Ich wollte es auch ansprechen, du bist schneller als ich. Sorry. Durch auch bringen gedacht, ja. Ja, das ist tatsächlich ganz interessant, aber dadurch ist die Hook dann ja bei einem Materia ein bisschen unauthentisch, ne? Weil er das Chardonnay mitsingt? Er hat Chardonnay im Glas, ne? Ja, okay, aber... Wenn man Erbsenzähler sein also möchte. Also es ist doch eine allgemeingültige Regel scheinbar in Rap-Deutschland, dass man Dinge entweder erlebt haben muss oder Freunde hat, die sie erlebt haben und dann darf man da offiziell drüber rappen. Ich glaube, so ist der Ehrenkodex mittlerweile geregelt, dass man... entfernt darüber gehört haben muss, wie es so ist, ein Glas Chardonnay in der Hand zu haben zum Beispiel. Ja, geht auch schon durch. Oder ich halt jemanden zu überfallen. Ich mag den Song auch sehr. Ist wunderschön entschleunigend. Ja. Würde jetzt gerne wissen, wer den produziert hat. Ja, voll. Es ist so ein ganz weirdes, glitschiges... Wie so eine Wippe. Ja, genau. Ja, das ist gleich. Wie eine schlecht geölte Wippe. Ja. Oder wie die Bänke, auf denen wir sitzen. So, das da passt aber zu der Stimmung. Genau. Aber das ist wirklich eine ganz interessante Richtung, wirklich, die das Album jetzt seit der Mitte genommen hat. Bisschen leanig geworden, und der wir Song sind, jetzt ja, auch so. Und wir sind bis zu dem jetzigen Zeitpunkt immer noch gänzlich ohne die beiden Features ausgekommen. Das vergisst man die vielleicht kommen ja auch. Die kommen nämlich jetzt auch als nächstes. Genau. Und da bin ich auch richtig, wollen wir direkt gleich damit einsteigen, denn ich bin richtig gespannt, wie man von diesem so Lean-Abenteuer fast schon vom Sound her jetzt zu Cat Frankie überleiten möchte. Genau. Weil wir sind doch gerade von Adrenalin gekommen, also genau. Wird es nochmal geht's jetzt wieder größer? Bergab, weil wenn man jetzt so, wir sprechen jetzt einfach, wir haben ja nur 10 Tracks heute, deswegen können wir ein bisschen weiter ausholen. Oder wir machen halt wieder so ein 2-Stunden-Brett. Denk an dich heißt der nächste Song mit Cat Frankie. Das klingt schon mal nach etwas ruhigerem. Und du erzählst jetzt erstmal, wer Cat Frankie ist, Yannick. Eine Sängerin. So ein ja, aber aus welchem Umfeld, du weißt ja, glaube ich, ein bisschen mehr als wir. Ganz viel auch nicht. Ich höre einfach die Musik gerne. Ja. Ich habe sie vor ein paar Wochen zusammen mit Olli Schulz auch live gesehen. Hat sie da nicht mal in der Band gespielt? Sie oder? Spielt dann noch in der Band, okay. Aktuell. Und das ist eine in Berlin lebende Künstlerin, die, glaube ich, aus Australien kommt. Ja, Australien. Und jetzt halt seit einigen Jahren in Berlin ihre Musik macht und an den Mann bringt und... Es ist aber nicht gewöhnlich, dass sie auf Deutsch singt. Oder singt sie auf Deutsch? Wir wissen es nicht. Aber ich weiß es zumindest nicht. Ich weiß es auch Kevin nicht. Kevin weiß es. Soll ich es verraten? Also bei Olli Schulz, bei Olli Schulz backt sie teilweise und singt dann auch Deutsch. Dann behalte ich es für mich. Also bei Olli Schulz zumindest kann sie das vernünftig machen auf Deutsch. So. Das ist frech. Sie kann singen. Wir hören jetzt diesen Song, bevor es schlimmer wird. Ja. Ciao, ich drücke jetzt auf Stopp. Backspin. Schon wieder einer meiner Favoriten, glaube ich. Finde ich richtig, richtig unglaublich, was da auf einmal für eine Stimmung erzeugt wird, finde ich. Wirklich. Die beiden Songs jetzt. Mega. Ist richtig dicht auch geworden. Also schon ab der Albummitte ist es halt nicht mehr so bright, so shiny, weißt du? Jetzt wird hier bei den Anglizismen, mir fallen keine guten deutschen Wörter dafür ein. Ich antworte dir extra nicht, weil ich weiter möchte, wie du dich ja rein verrennst. Mir sitzt ein Kopfschüttel der Kevin entgegen. Wie ist es? Wird ein bisschen bedrückt, ja, ein bisschen traurig. Ja, genau. Wabig. Ja. Sphärisch.
Genau, also ich finde bei Chardonnay und Purple Haze und jetzt auch bei dem Song, wie sie halt es einfach schaffen, musikalisch so tranceartig auch den Inhalt wiederzugeben. Also ob es jetzt die Rauschreferenzen sind aus Chardonnay und Purple Haze oder eben jetzt solche Dinge wie Liebe und Sehnsüchte, geht halt total auf für mich, so am Ende. Ja, hat mir auch extrem gut gefallen. Ich musste ehrlich gesagt, übrigens, Yannick, wunderbar deutsch gesungen hat die Dame. Hm? Unfassbar. Die gute Australierin. Richtig. Hat für mich das auch, das liegt aber einfach an dem Beat und dass wir da gerade Casper Materia hören. Ich habe straight an so den klassischen Materia-Sound gedacht von so Zum Glück in die Zukunft und an Miss Platinum. Also nicht, dass die beiden sich so krass ähneln würden, aber einfach nur der Fakt, wie die Hook war und im Zusammenspiel mit dem Beat. Und, ja, ist Materia, ist eine Frauenstimme, ist Miss Platinum. Einmal über den Kamm geschert. Ja. Nein, aber wirklich geil. Beide berappen ihre Frauen. Das ist schön. Und Casper ist weg bei O2. Noch nicht. Nee, aber stimmt. War das letzte Mal jetzt, dass er einen O2-Vertrag abgeschlossen hat. Ja. Guter Schmunzler noch mit drin. So Handy-Verträge noch jeder eine Meinung, glaube ich, ne? Oder zu Handy-Netzen. Das ist erstaunlich. Ich finde es immer 10 Leute, die sagen, ist geil, und 10 Leute, die sagen, ich will da weg. Ja, ich habe auch schon, genauso wie Casper jetzt gesagt hat, ey, ich schwöre, ich bin bald weg bei O2, habe ich auch auf der anderen Seite so viele Menschen schon gehört, die O2 geil finden. So. Ich bin seit 10 Jahren oder so beim gleichen Anbieter, deswegen. Ich sag aber nicht, welchen. Ich wollte gerade fragen, verrätst du lange. Welchen? Ich auch, seit über 10 Jahren. Ich habe einen extrem guten Deal bekommen jetzt. Ich auch. Stimmt, du hast mir auf dem Splash davon euphorisch erzählt. 5 € im Monat, Leute. Ja. Na, da kann ich nicht mithalten. Ja, aber naja, was soll's. Aber wir sitzen ja nicht hier, um über Handyverträge zu reden. Genau. Aber ehrlich gesagt, so, ey, ist ein geiler Song. Ja. Sehr, sehr schöne Stimmung. Der Beat immer noch. Also, oder was ist immer noch wieder sehr modern, ne, ja, wie wir es seit dem 5. oder 6. Track hatten. Aber komplettes Tempo rausgenommen, nimmt sich auch nichts. Chardonnay und Purple Haze, perfekter Zwischentrack, finde ich. Ich hätte noch mal eine Frage jetzt so an euch in die Runde. Findet ihr, dass der Track persönlich ist? Ja. Ja? Der ist extrem persönlich, glaube ich. Würde ich eher nicht sagen. Okay. Geteilte Meinung. Er bietet aber noch genug Projektionsfläche. So, ja, er ist zwar auch sehr allgemein gehalten, dass sich da jeder mit identifizieren kann, aber vor allem beim Materia-Part ist mir dann aufgefallen, wenn er dann irgendwie davon erzählt, dass er im 16. Stock oder was war es noch höher, ich weiß es nicht mehr, mit irgendwelchen wichtigen Businessmenschen in einem Gebäude sitzt, in einem anderen Land oder so und sich da eine Frau im schönen roten Kleid neben ihn setzt, aber eigentlich nur an sein Mädchen denken möchte, das mit Rammstein-Postern zu Hause hängt. Ja. Und, ich glaube, das ist eine kleine Referenz zu seiner New York-Zeit, würde ich jetzt mal sagen. Ja, das kann auch sein. Kann auf jeden Fall sein. Ich glaube auch, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, dass Jadu, seine Frau, die ja auch Musik macht, Jadu Lassini. Die ist letztes Jahr oder dieses Jahr mit einer Single rausgekommen? Letztes Jahr. War aber auch auf dem Masimoto-Album mit drauf. Ja, ich meine, dass sie mal irgendwie in Interviews erzählt hat, dass sie auch großer Rammstein-Fan ist. Und er spricht ja auch von Rammstein-Postern an der Wand. Ja. Und so. Na, deswegen, ich glaube, das ist alles schon, dass es so Meta ist, dass es nur auf persönlicher Ebene verstanden werden kann. Also ich glaube schon, dass die beiden sich da sehr große Mühe gegeben haben. Das macht den Song am Ende dann, finde ich, auch groß. Ne? Ja, und das ist ja dann das Geile, also das künstlerische Große an so einem Song, dass du es halt für jemanden wirklich schreibst, der sich angesprochen fühlt. Ja. Und das aber trotzdem für die breite Masse irgendwie einen Zugang bietet. Ja. So, und das Gefühl habe ich sowieso so in vielen Tracks jetzt auch gehabt, dass da wahrscheinlich auch viele Dinge sind, die man gar nicht so versteht. Ja. Weil das Insider sind an besagte Leute eben, die es betrifft. Die kennen sich ja auch schon ewig lange und haben gleich einen ähnlichen Freundeskreis, glaube ich, aufgebaut. So. Ja. Zuletzt ist mir das bei den Finn-Kliman-Sachen so aufgefallen, dass der hat das auch extrem gut hinbekommen, so irgendwie familiäre Dinge zu erzählen, ohne dabei zu sehr in Details abzudriften. Das hat mir auch sehr gut gefallen. Und also nach dem Motto, wenn man was finden will, findet man was, aber es wird dann nicht aufgedrückt. Ja. Genau. Genau, oder was heißt finden will, manche Dinge kann man ja auch gar nicht finden, weil die haben ja trotz ihres Datums ja auch ein Privatleben irgendwo. Quatsch. Ja. Quatsch. TMZ in touch, Peter ist am Start. Ich stehe auch nachts bei Casper und klingel, dass er nicht schlafen kann. Creep. Der nächste Song, ne? Da freue ich mich ja richtig drauf. Ich habe mich nämlich derbe gefreut, als das Feature bekannt gegeben wurde.
Monchi von Feine Sahne Fischfilet. Da würde mich auch mal interessieren, was erwartet ihr da jetzt? Ich habe ihn ja schon gehört. Erwartet ihr da jetzt die dicke Punk-Rock-Referenz? Ich sehe gerade den Tracktitel Absturz. Ne? Genau. Und ich denke da direkt unweigerlich an, wie heißt der Song mit Materia und Campino? Die Nacht ist mit mir. Ich habe so einen Kater-Song. Ja, die Nacht ist mit mir oder so. Und da denke ich gerade dran, so, dass das so ein 2.0-Track ist. Nur mit Casper, anderem Soundgewand und halt... Dem guten Monchi. Ne, dem vielleicht irgendwann sowas ähnlichen wie Campino entsprechenden Mensch, Künstler. Gar nicht so kann wahrscheinlich. Kann gut sein, ja. Ne? Sehe ich auch so, ja. Also, Feine Sahne Fischfilet ist auf jeden Fall... Die Jungs sind auf dem besten Weg, ja. Ich habe die dieses Jahr zum ersten Mal live gesehen und es ist halt einfach der Wahnsinn. Ja. Oh, meine Güte. Und ich finde ihn auch einfach unfassbar sympathisch. Ich möchte mir auch noch diese Doku reinziehen, an der er mitgewirkt hat. Oder wo sie alle, ne, Feine Sahne mitgemacht eine haben. Eine große, deswegen. Nächste große deutsche Persönlichkeit. Ja, und da ist ja auch wieder die Connection zu Materia. Beide aus Rostock. Ja. So. Ja, nicht ganz. Ja. Feine Sahne ist aus Jamen. Jamen, ja, okay, da um die Ecke. Und da war Casper, Materia ja auch auf deren eigenem Festival, im Jamen-Festival, hat er so einen Secret-Gig gespielt vor kurzem. Und die supporten ihn im Ostseestadion. Sie machen den Opener da wohl. Wann ist das? Erstes Septemberwochenende? 31. August, wenn ich mich nicht irre. Nee, ich glaube, das ist September schon. Ja? Das Ostseestadion-Konzert. Wenn sie da, es wäre halt auch eine Ansage-Release-Show aber im Ostseestadion. Aber es ist sowieso schon ausverkauft, wie krank. Naja, hören wir uns den Song mal an. Ich freue mich. Ja. Vielleicht haben wir danach ja auch einen Kater. Oh wow, sorry. Also ich lasse den jetzt erstmal ein bisschen sacken. Ich habe ein paar Sachen, die ich dazu gerne sagen wollen würde, aber trotzdem möchte ich erst einmal so ganz short eure Meinung hören zu dem Song. Ich finde, dass ein Materia und hier auch ein Casper sehr gut schaffen, auf eine sehr persönliche und immer noch charmante Weise Probleme darzustellen, also selber, was sie stört und dadurch eben dann doch so nahbar zu wirken. Mhm. Also es ist einfach sehr authentisch und sehr sympathisch, dann doch sich aufzuregen. Ja. Das ist dann eben die Kunst darin. Für mich, wir müssen es aber kurz mal ansprechen, es war der Suff-Track. Es war der Suff-Track. Perfekt. Ganz genau. Also es ist wirklich einfach die 2.0-Version. Die modernere. Ja, genau. Ja. Also für mich reiht sich der Track auch nahtlos in Chardonnay Purpose und Denk an dich ein so. Also man hat es, finde ich, auch ein bisschen an unseren Reaktionen gerade gemerkt, dass wir jetzt die letzten drei Tracks gehört haben und danach erstmal alle so, okay, was haben wir da gerade gehört, reagiert haben. Und das habe ich ähnlich bei dem Track jetzt auch empfunden. Sphärisch, atmosphärisch, ich finde den Vibe gut. Ich finde es überraschend, wie der Monchi da drinnen funktioniert. Habe ich so auch nicht erwartet. Das hat mich erst bei seinem zweiten Part, was heißt der zweite Part, aber als es dann wirklich losging mit ihm, da hat er mich erst bekommen. Am Anfang war ich so irgendwie ein bisschen fehl am Platz sogar. Ich hätte mir da gewünscht, dass er vielleicht etwas mehr noch ausbricht. Also dass der gesamte Song mehr ausbricht. Dass er ein bisschen lauter und böser wird. Ja. Es ist halt tatsächlich ein ziemlicher Klotz im Magen, dieser Song. Also es ist ein guter Song, aber es ist auf jeden Fall auch der schwergängigste von allen. Also ich muss sagen, dass er mir, wir haben ja jetzt alles nur einmal gehört, aber ich muss sagen, dass er mir neben Adrenalin am zweitwenigsten gefällt. Ach echt? Okay. Tatsächlich. Ja, aber die Parts trotzdem, das ist rein musikalisch, also die Parts finde ich trotzdem sehr geil. Einerseits, weil Casper ist wirklich perfekt schafft, so in so vermeintlich Kleinigkeiten wie, wie feiern gehen oder Alkohol, so ne, Wochenenden auf den Punkt zu bringen, was es eigentlich so bedeutet, bekannt zu sein oder ein Star zu sein oder ein bisschen Geld zu haben. Ja, in weißen Wänden vor Locations stehen oder auch nach dem Motto, zahlst du alle Runden, bist du am Prahlen, bist zahlst du keine, bist du geizig. Ja. Genau, so ey, wie schwer. Und Materias Part fand ich deswegen so geil, weil er es perfekt diese verkaterten Sonntage beschreibt. Ja. Und ich liebe Sonntage. Sonntage sind nämlich mein Lieblingstag in der Woche tatsächlich. Und ich freue mich manchmal beim Feiern mehr auf den Katertag als auf die Party. So. Ja. Oder im Vorfeld schon. Fühlt sich so alt werden an. Ja, tatsächlich. Nee, also ich bin irgendwie gesegnet, dass ich nur so zweimal im Jahr oder so richtig fiese Kater habe.
aber auch erst seit geraumer Zeit. Wer dazu mehr wissen will, hört sich den Podcast von Kevin und Danger Dan an. Ich habe vor kurzem, von einem sehr guten, von einer sehr guten Getränkerfindung gehört, nämlich Pfefferade. Das ist blaues Powerade mit Pfeffi. Wo du quasi beim Saufen die Elektrolyte schon mitsäufst. Oh Gott, ich empfehle jeden Elotrans. Elotrans, wer nicht weiß, was es ist, einfach mal googeln, das hilft wirklich unfassbar. Ich empfehle einfach viel Wasser trinken vorm Schlafen gehen. Ja, das sowieso. Aber so geil Sonntag, ich liebe es. Der Sonntag danach. So Verkater kaputt, mit den Freunden von gestern abhängen, Essen bestellen, über den Quatsch von gestern reden, Müll labern, so draußen abhängen, perfekt, liebe ich. Beste. Ja. Ich habe jetzt alles gesagt, was ich zu dem Track sagen wollte eigentlich. Ich auch. Wollen wir dann schon den letzten anspielen, oder was? Peter guckt noch mal so, als hätte er irgendwas Schlaues sagen wollte. Ich fand den einfach ziemlich spitze. Ja, fand du sehr gut. Wie das beschrieben. Aber ich fand auch generell alle diese Probleme, was Casper sagt, er will die WG-Partys crashen statt vor, weil ich stell mir so vor, er spielt die riesen Arena und sitzt dann in so einem unpersönlichen Backstage, hast du deinen eigenen Raum, wo es zwar umsonst Getränke gibt, aber keine schöne Atmosphäre. Und das ärgert mich auch ein bisschen irgendwie, dass ich die Part so gut finde. Aber ich verstehe die Akustikgitarre nicht, Alter. Dreimal kommt so eine Akustikgitarre in der Bridge rein, so. Und das ist, glaube ich, auch das Intro, ne? Und es verwundert mich komplett. Es reißt mich auch aus dieser Stimmung irgendwie ein bisschen raus, aus diesem düsteren, drückenden. Es ist ja wieder eine sehr bestimmende Bassline während der Strophen. Und dass dann auf einmal so eine Akustikgitarre übernimmt und so, das wirft Janik mich ein bisschen aus der Bahn. Janik ist immer für den nerdigen Teil hier zuständig. Der nimmt immer schön die Instrumentals und so auseinander. Ja. Würde ich sagen, der Song ist im Mittelfinger auch ein bisschen so an die Fans. Oder die Hörer so, ne? Nach dem Motto, lass mich mal in Ruhe hier feiern und nervt man nicht. Das war ja das ganze letzte Casper-Album schon. Das ist also ja ich auch glaube, also ich glaube, dass sie das niemanden übel nehmen. So, das ist einfach nur so ein Ding, was das halt mit sich bringt, bekannter und bekannter zu sein. Ja. Und ich glaube, da sind sie sich einfach drüber bewusst und können sich auch mal auskotzen. Aber ich glaube, dass das ein beherzter Casper oder Materia-Fan, der das jetzt hört und die vielleicht mal auf einer Party irgendwo angesprochen hat, sich zu Herzen nimmt. Hm. Ja. Naja. Gut. Closer 2018, Gratulation. Andersrum, oder? Gratulation 2018 in Klammern. Nee, 2018 in Klammern. Ah, na gut. Don't mess with me, Kevin. Bang, bang. Na gut, hören wir uns das mal an. Ich bin sehr gespannt, ob das jetzt ein klassisches Outro wird. Ich weiß gar nicht mehr jetzt, was mich erwartet, ehrlich gesagt, nach den letzten Tracks. Der hat mich auch ausgenockt gerade, der Song. Noch ein paar Wie-Vergleiche. Sag, der liegt wie so ein richtig schwerer Stein im Magen. Wirklich, so. Ich habe auch die Hook jetzt im Kopf. Aber ich mag's. Vielleicht kann es auch sein, dass ich nächste Woche in irgendeinem Podcast sitze und sage, das ist die geilste Nummer 2018. Wohl, nee, das wird nicht passieren. Aber vielleicht finde ich ihn dann trotzdem geil. Naja, hören wir uns den letzten Song an. Backspin. Das habe ich gebraucht. Wirklich. Ja. Alter. Klassisches Outro aber auch. Ja. Ich war noch gar nicht bereit, ehrlich gesagt, für das Outro, weil wirklich, der Song davor hat mich so krass runtergezogen, aber von Sekunde 1 an ist man auf einmal so, nice. Wieder am Start, so er sozusagen. Endet, er holt einen wieder hoch. Und endet passenderweise mit, es hat sich gelohnt. Also nachdem der Weg erzählt wurde, nach dem Motto, wir würden alles nochmal genauso machen, 36 Jahre später war alles gut. Ja. Ich weiß gar nicht, wo ich. Also erst einmal in den Track davor, in Absturz, war auch schon eine, ich weiß nicht, ob ihr euch ab und zu mit so Battle Rap, so Don't Let the Label Label You und so beschäftigt, aber es gibt da ja auch Bad Bars, das ist ja ein Feature sozusagen, das man verwenden kann, ein Gimmick. Und Materia hatte auch sowohl auf dem letzten als auch auf diesen auf jeden Fall zwei dabei. Die davor fand ich nicht so gut, das war die mit Bad Sheeran, dass er nur Anti-Hits macht wie Bad Sheeran, wow. Aber die war herrlich, wirklich. Janik hat gerade laut losgelacht, auf jeden Fall. Erklär mal bitte. Er gibt einen Trettmann-Verweis und erzählt danach, wie er angeln geht, und zwar nur mit den Hechten. Genau, während Trett und den Echten chillt. Materia mit den Hechten. Alter, das war so stumm, aber hat mich trotzdem. Ich finde es auch immer noch schön. Gut. Ich mag die Zeile, ich mag den Song. Der Beat ist toll. Casper geht natürlich wieder ein bisschen weiter nach vorne so. Also es schließt Ich würde gar nicht sagen, dass er nicht nach vorne, aber weiter nach vorne also, geht. Er ist eher experimenteller, wie er rappt. So, Materia liefert auf jeden Fall komplett ab.
Casper auch, aber ich brauchte kurz, um reinzukommen bei ihm. Ja, ja, er macht mehr so die, wieder die Stimmspielchen, wie sie auch schon auf Supernova zum Beispiel ähnlich zu hören waren. Ja, und auch so low-key geile Zeilen wie kurz Klassiker-Album gedroppt. So. Genau. Ja, das hat sich mit Max Sorgen gemacht um Existenz, ja, kurz danach den Klassiker gedroppt. Ja, aber das ist sowieso etwas, was ich mir dann immer wünsche bei, was heißt immer wünsche, aber Leuten wie Materia, Casper, auch Crow und so, wenn sie dann mal wirklich rappen, so representen mäßig, dass sie sich dann so mal kurz aus ihrer sympathischen Comfortzone, die sie halt so immer um sich herum haben, rausbegeben und dann einfach mal, weil sie haben ja den Status, auch mal kurz auf den Tisch hauen und sagen, ey, so wie Casper es auch macht, so, ey, ihr wollt alle rappen wie ich, so, ja, warum schafft's dann keiner? Oder, ja. Oder was sagt er? Ja. Oder alle in meiner Stadt sagen, sie können es besser als ich. Genau. Ja, warum macht ihr es nicht? Ja. Also, ja. Ey, ja, solche Ansagen gefallen mir dann immer, finde ich nice. Definitiv. Stimmiges Outro auf jeden Fall. Ja, vor allen Dingen. Kann natürlich so irgendwo auch zu erwarten, aber ich fand es genau richtig. Platziert auch. Also da hätte mir jetzt auch was anderes kommen können irgendwie. Ich habe ehrlich gesagt nicht mehr damit gerechnet, dass jetzt nach 9 Tracks, dass da noch so ein Song kommt, wo sie sich so quasi auf ihre eigenen Erfolge so ein bisschen berufen und so. Mhm. Ja, dachte, es ist auch ein harter Bruch auch zu den 3-4 Songs davor. Ja, aber es holt einen komplett wieder hoch. Ja, ich bin auch froh darüber, dass es so gekommen ist, weil so hätten sie einen nicht sitzen lassen dürfen irgendwie. Also wenn man die ganze Story hinter der Platte betrachtet, mit dem Gefühl, den man jetzt nach Absturz hatte, das wäre nicht optimal gewesen, sagen wir es mal so. Und es lädt ja noch dazu ein, das Ding ein zweites Mal spielen zu lassen, weil es knüpft ja doch irgendwie, es schlägt wieder eine Brücke zum Intro, sowohl vom Sound als auch vom, von der Stimmung und so. Und so, es lädt auf jeden Fall dadurch nochmal eher dazu ein, das Ding 2-3 Mal hintereinander durchspielen zu lassen, als wenn man jetzt da mit dem Klotz im Magen zurückgelassen worden wäre. Ich finde ja auch was spitze, so meine kleine autistische Ader, dass Intro und Outro beide nach einem Jahr benannt wurden. Da wird sich jemand was gedacht haben, Peter. Peter immer. Dass die auch beide gleich stilisiert sind, mit Klammern, Untertitel und so, das ist. Ey, als ob die das beruflich machen würden, ne? Ja. Guck mal, 1982, als ob es gestern war. So, ne? Wir erinnern uns noch an jede Sekunde, wie das halt so ist mit Kindheit und Jugend. Und dann 2018 in Klammern Gratulation. So nach dem Motto. Guck mal, was gestern war, guck mal, was wir, wo wir seit heute gestern sind. Gestern geschafft haben. Ja, stimmt. Schön gesehen, Peter. Muss ich sagen. Ich werde ein bisschen rot. Wollen wir zum Fazit kommen, oder? Das können wir langsam tun, ne? Ja. Dafür, dass es nur ein 35-Minuten-Album ist, haben wir uns diesmal ziemlich viel Zeit genommen. Ja, aber das ist doch geil. Wir nehmen es doch. Also, es dauert immer so lange. So, jetzt konnten wir auch endlich mal so richtig ausholen. Ich finde das ja ganz geil. Ja. Ah, fragen wir. Nee, ich will erstmal ein Fazit. Gehen wir mal durch die Runde, bevor wir Punktzahlen einsammeln. Erstmal ein Fazit haben. Yannick, fang du nochmal an. Ich bin sehr positiv überrascht. Muss ich tatsächlich sagen, weil die Singles, habe ich einem vorhin schon gesagt, mir nicht so gefallen haben. Waren zwar solide, aber haben mich halt nicht so umgehauen. Waren im Nachhinein natürlich auch die klarsten Singles auf dem Album. Adrenalin mal ausgeklammert, den ich auch noch so als einen potenziellen Single-Kandidat gesehen hätte. So. Mhm. Und deswegen macht mir das Album ziemlich, diese Wespe macht mich gerade wahnsinnig, die in meinem Kopf rumschwirrt. Trinkst du auch diesen ganzen Süßkram? Der ist ja schon 2 Stunden leer oder so. Hat gar keinen Zucker. Stimmt, das ist sogar noch ohne Zucker. Aber es riecht doch trotzdem. Ich mag es wirklich gerne. Und mir gefallen auch beide sehr gut. Also dadurch, dass mir auch zum Beispiel das letzte Materia-Album nicht mehr so zugesagt hat wie die ersten beiden großen Major-Alben, finde ich, dass er hier wieder sehr gut zur Form, also Return to Form, sag ich mal, über die ganze Länge des Albums. Ich hab so das Gefühl, dass beide, obwohl es ja ein riesiges Album ist, ich meine, da treffen Casper und Materia aufeinander, trotzdem sehr locker und befreit irgendwie an die Sache rangegangen sind. Ja, und was ebenfalls schön ist, ist, es ist von keinem ein gewisser Sound bedient worden. Es klingt trotzdem aber nicht so richtig nach Kompromiss. Diese Wespe macht jetzt euch wahnsinnig, ne? Ja, ich habe mich auch gerade gefragt, was da gerade so an meine Augenbrauen kitzelt und warum du mich so seltsam anguckst. Jetzt weiß ich, was das war. Naja. Ja, es klingt nicht nach Kompromiss zu keinem Zeitpunkt und das finde ich sehr schön. Ja. Weil Materia
also ich würde sagen, so die Beats haben eher Materia-esken Charakter, so über die gesamte Spielzeit. Wobei ich aber sagen würde, dass die Songs eher von Casper so genau das bestimmt ist werden. Und das gefällt mir richtig gut. Ich würde mir sowas als Caspers Solo-Album nicht unbedingt wünschen. Als Materia-Solo-Album schon eher. So, aber in der Gesamtkonstellation gefällt es mir richtig gut und ist auf jeden Fall auch im Gesamtjahresrückblick Stand jetzt so eine meiner liebsten Platten tatsächlich. Ja. Entgegen meiner Erwartungen, weil also ich bin ja vorher mit diesem, was ich auch vor ein paar Wochen schon erzählt habe, mit diesem Royal Bunker Bauchgefühl hier reingegangen. Auch ein solides Album, aber hat mich dann dadurch enttäuscht, dass es halt irgendwie zu belanglos war. Ja, also das sind halt einfach Rapper, die Rap über Rap machen, über ein ganzes Album, und das ist für so ein Gipfeltreffen meiner Meinung nach dann halt nicht langlebig genug. Vor allem, wenn man viele gemeinsame Dinge endlich auch zu erzählen hat, ne? Genau, und das wird hier halt gut gemacht, weil jetzt einfach eine Gemeinsamkeit gefunden wurde mit der Jugend und mit dem Aufwachsen und mit einem, also jedes Thema, das irgendwie erzählt wird, und das sind ja eigentlich Adrenalin ausgeklammert, ausschließlich Themensongs auf dieser Platte. Es ist ja kein Banger dabei, oder Representer, ja doch, Champion Sound noch, bestimmt. Ja. Ansonsten viele Themensongs, die aber alle auf gemeinsamen Nennern basieren. Und das gibt der Platte eine richtig schöne, frische Authentizität und so eine Ehrlichkeit. Das wollte ich auch gerade sagen. Ich glaube, die Platte profitiert ungemein davon, dass eben zwei Künstler sind, die einen vergleichbaren, nämlich den gleichen Weg gegangen sind. Und deswegen auch Verschiedenes zu sagen haben. Und ich auch finde, Sachen unterschiedlich wahrnehmen, unterschiedlich reagieren. Materia wirkt immer wie der lockere Kumpeltyp so, der eigentlich immer über alles lachen kann, während dann Casper so ein bisschen eher der verkopfte Stille ist. Und das kommt dann eben, hört man jetzt, wie die Sachen wahrnehmen und wiedergeben. Ne? Das merkt man auch so, wenn man unter dem Blickwinkel das Album betrachtet, dann merkt man auch so, wie sich, das vielleicht ist jetzt ein bisschen hochgestochen, aber wie sich Casper vielleicht auch mal so Kleinigkeiten so zu Herzen nimmt einfach. Ne? Also wie beste Zeile dafür, bestes Beispiel, diese in den Absturz-Song, wie er sagt, so, ey, wenn ich nichts ausgebe, bin ich knauserig, und wenn ich alles ausgebe, hochnäsig. So, und das sind ja so Kleinigkeiten im Leben, die dann einfach einen schon zusetzen können. Wollte ich nicht unterbrechen, Peter. Guck, ich war fertig, Kevin. Okay. Kevin A. Ja, ich finde, die Platte ist auch für mich persönlich eine große Überraschung und vor allem ein großer Gewinn auch. Also nach den ersten beiden Singles, wie ich schon eingehend erwähnte, habe ich eben was völlig anderes auch erwartet, nämlich durchgehend diesen Just Blaze Representer Sound irgendwie so. Wir feiern uns jetzt mal selbst auf unsere Karrieren. So oberflächlich bin ich tatsächlich an die Sache herangegangen. Aber, ne, und also vor allem die Wende, also ich fand die Hit, also Supernova und Champion Sound, so die jetzt mal als Hits sozusagen gesehen, fand ich schon in Ordnung bis gut auf jeden Fall. Aber ab dem fünften Track, dann der zweiten Hälfte in der Mitte des Albums, fand ich so überraschend und so catchy und so wow einfach. Das habe ich so nicht erwartet, und das meine ich auch mit großem Gewinn. Also dass die beiden mich dann auch noch so überraschen können nach einer so langen Karriere mittlerweile, finde ich ziemlich erfrischend. Und ganz besonders auch muss ich da Casper auch nochmal herausnehmen. Also ich hatte zu seinen frühen Werken, oder habe ich auch immer noch, immer wenig Zugriff gehabt. Das ist mit der Zeit immer mehr geworden. Und so wie ich ihn jetzt da auf dem Album zu hören bekomme, gefällt er mir richtig gut. Und ich freue mich auch richtig, was da noch kommen mag, wenn er so diese Schiene auch ein bisschen weiterfährt. Da muss ich ja sagen, dass ich irgendwie schon, also Casper war einer der ersten Rap-Künstler in Deutschland oder auf Deutsch, die ich geil fand, von Beginn an wirklich, und die ich dann auch wirklich als Fan irgendwie von gefühlt Stunde 1 begleitet habe und irgendwie auch immer alles nachvollziehen konnte, was er gemacht hat, und oder zumindest das Gefühl hatte, und auch irgendwie nie wirklich etwas super schlecht oder so fand. Also ich fand wirklich alles gut. So, ne? Also klar, gerade in letzterer Vergangenheit, so Lang lebe Tod, das lief dann nicht mehr so auf Heavy Rotation bei mir wie XOXO zum Beispiel, was meiner Meinung nach, Yannick, das beste Casper-Album ist nach wie vor. Aber Lang lebe Tod ist bei weitem nicht das Album, als das, was manche sehen wollen, irgendwie so, also ein super Flop oder ein schlechtes Album ist eigentlich für mich sogar. Also viele Zungen behaupten über das Album, es sei sein Bestes. Habe ja, ich ja gerade eben schon einleitend gesagt. Es wurde ja auch sehr, sehr, sehr kritisiert, als es rausgekommen ist. Und danach sind ja auch so ein bisschen die Kartenverkäufe tatsächlich eingestürzt.
weil es, glaube ich, der normalen Casper-Fangruppierung nicht so in die Karten gespielt hat, dieses Album, dieser Sound. Ist für mich aber ein Album, also ein klassisches Casper-Rap-Album zum Beispiel, wie es jetzt zusammen mit Materia, das aber nochmal ein anderer Schnack, ja, gekommen ist, das hätte für mich nicht in seine Diskografie gepasst, weil er für mich einer der Kandidaten ist, neben Materia halt, der irgendwann mal vielleicht auf, Sido ist auch so einer, irgendwann mal auf so einem Westernhagen-Grönemeyer-Level, ja, sein könnte, die Stadien füllen, die dann in 20 Jahren immer noch am Start, mhm, sind und ihr Ding durchziehen und einfach Status haben, in Deutschland, ja, nicht nur bei uns Rap-Leuten, sondern wirklich in Deutschland. Und da ist so eine Platte wie Lang lebe der Tod für die Diskografie deutlich geiler, finde ich, mhm, als jetzt irgendwie die Drake-eske Casper-Platte, die ja auch irgendwie mal jahrelang im Raum stand und dann nie kam. Ja, und jetzt muss ich den Bogen zu diesem Album kommen, kurzer Exkurs. Hey, ich bin da komplett bei euch. Ich hatte keine großen Erwartungen, als die Platte angekündigt wurde, auch als die ersten beiden Singles kamen. So, aber ich fand die richtig, richtig gut. Und was mich hier und da, weil ich Casper dann so, weil ich gerade ja erzählt habe, warum ich ihn ein bisschen gut finde, da gucke ich dann immer ganz kritisch irgendwie auf die Finger. Und ich finde, das, was du oder was ihr, Yannick, meintest gerade, Casper spielt im Moment sehr mit seinen Rap-Varianten, so mit seiner Stimme vor allem. Das geht sehr häufig sehr hoch, auch in der Hook, diese gesungen. Ich finde, dass er sich da noch nicht so ganz gefunden hat, dass er da diese Platte, glaube ich, ihm auch gut tut, um sich da ein bisschen auszuprobieren. Und wenn er da die richtige Balance findet zwischen Rap, ja, sein Trademark-Casper-Ding und diesen Experimenten, dann bin ich da auch sehr guter Dinge, dass dann noch großartige Musik auf uns, ja, zukommen wird. Das ist ja auch das gerade so das Schöne zu sehen bei ihm. Es ist ja nun bekannt, dass er sich zum Beispiel auch mit Lang lebe der Tod sehr, sehr schwer getan hat. Das hat er auch mehrmals in vielen Interviews gesagt. Und sehr, sehr verkopft an die Sache musikalisch herangegangen ist. Und diese Leichtigkeit, von der wir jetzt eben auch so ein bisschen gesprochen haben, die er so rüberbringt, dass er sich so öffnen kann und ausprobieren kann, finde ich einfach der größte Gewinn auf dieser ganzen gesamten Platte. Ja. So, ne? Also das, die größte Überraschung für mich persönlich. Ja, finde ich auch, darf man nicht vergessen. Materia ist so ein Typ, der bringt unfassbar viel Musik raus, eben auch bedingt durch sein zweites AKA. Ich glaube, in den letzten 12 Jahren neun Alben, habe ich eben nochmal geguckt. Und aber Casper ist genau das Gegenteil davon. Mhm. Das ist also jeder Part ist ja eigentlich eine Seltenheit. Und dann schreibt Materia ja auch noch nebenbei irgendwie für die Toten Hosen und, ja, was weiß ich nicht. Und Casper hat ja offensichtlich, weil er ja auch häufiger anspricht, immer mal wieder mit Schreibblockaden zu kämpfen, ja, gerade wenn irgendwie große Projekte anstehen. Schon ein krasser Unterschied. Kurzer Exkurs, habt ihr den Part von Casper in der VSK-Cypher zufällig gehört? Nee. Nein? Nee. Okay, dann solltet ihr das nochmal tun. Habe ich mir für den Rückweg aus Hamburg heute aufgehoben, tatsächlich. Okay. Das wird, cool, heute noch gehört. Aber eine kurze Rückfahrt. Wäre jetzt mal ganz lustig. Ich habe das Album irgendwie zu 2/3 oder so gehört, okay, bisher. Oh, dann habe ich ja jetzt, glaube ich, gespoilert. Ich weiß es nicht so genau. Ja, nee, ich dachte mir schon anhand des Künstlernamens, ich weiß gerade nicht mehr, wie er auf der Platte heißt, aber ich dachte da direkt an Casper. Okay, ja, gut. Dann verschieben wir das auf ein anderes Mal und besprechen den Part. Was wolltest du denn sagen? Die ist, ich wollte eure Meinung dazu hören. Achso, okay. Also, weil gerade so ziemlich tief, ja, in Caspers. Man muss auch nochmal sagen, dass dieser Monat extrem krass war, wieder nach einem kleinen Sommerloch, was Releases angeht. Wir hatten ein Chefkit-Album, wir haben das VSK-Album, ja, wir haben, oh Gott, was kam noch alles raus? Ich weiß, es waren auch viele Singles, ja, die gedroppt sind. Ich weiß auch, dass Kollege und Farid kamen, glaube ich, Anfang letzte des Monats Woche, raus. Letzte Woche kam Platinum gestern raus, Summer Jam kam raus. Nee, das ist schon wieder das Ende des Jahres. Das war schon Juli, Monat her. Rin auch Juli gewesen. Single, ja, aber, Single? Ne, also deswegen ist schon, aber da führt natürlich kein Weg dran vorbei, ist wieder da, die beiden, ja, zu nehmen. Ja, es geht Rockstar ja wirklich um Alben, da, die rausgekommen, ja, sind. Ja. Ne? Es ging mir um das Album des Also Monats. Das Sommerloch, das gibt es so nicht mehr. Es ging mir um das Album. Aber naja, es gehört dazu, dass wir das Album jetzt nochmal auf einer Skala von 1 bis 10 wie bei uns im Soundcheck bewerten müssen. Und ich mach's mir leicht und vote als letztes. Okay, also ich hatte die letzten Male, glaube ich, fast immer das gleiche. Ich auch. Gegeben. Tatsächlich. Und ich würde das nicht einleitend sagen, wenn ich darauf hinaus steuere, wieder 8 von 10 zu geben. Aber das ist irgendwie so die Punkte, die finde ich jetzt gut. 9, also 10 ist für mich, gibt es sowieso gar das nicht. Ding ist ja, 9 wäre richtig überkrass. Hm. Und 7 ist mir doch zu nah am Standard eigentlich. Und es ist, ja, doch darüber, deswegen. Aber das Ding ist, 8 von 10. Wir besprechen immer das Album des Monats und wir nehmen ja quasi immer das Relevanteste, weil wir es ja so wie heute als erstes Mal gehört haben. Wir können ja gar nicht sagen, welches das Beste ist. Richtig. Und schauen dann, ob es die Erwartung hält.
So, deswegen. Hatten wir in der Vergangenheit eine gute Intuition. Wir hatten echt in der Vergangenheit guten Riecher. Guten Riecher, ja. Janik. Boah. Dafür, dass ich das jeden Tag mache mit diesen Punkte vergeben, bin ich mir sehr unsicher. Dann chill noch kurz. Kevin kennst du nämlich schon viel länger als wir. Ja, und ich habe mir auch schon ein bisschen darüber Gedanken gemacht und ich empfinde die Wertung wie Peter ähnlich und bleibe auch bei der 8. Für mich ist das auch eine sehr simple Milchmädchenrechnung. Keine eigene Meinung jetzt noch 8. Ja, machen wir es einstimmig hier, weil okay, ich sehe doch schon, dass Kevin genauso voten wird. Ja, für mich ist es nämlich ganz einfach. 10 Tracks auf der Platte, 2 gefallen mir nicht so, 8 Punkte. Wenn es immer so einfach wäre. Ja, aber kurz und bündig, gut erklärt. Ja. Ja. Nö, dann wird es eine Runde geil. 8 von 10 von allen. Ja. Dann haben wir ja alles, was wir brauchen. Ich muss auch ganz dolle pinkeln, ehrlich gesagt. Und dann machen wir jetzt hier Schluss. Grüße gehen raus an Nico. Nächstes Mal wieder, wenn du bis hierhin gehört hast, mein Freund. Und nächstes Mal treffen wir uns dann wieder. In anderer Runde, glaube ich. Aber mal gucken, was wir dann besprechen. Ich weiß auch gar nicht, was im September rauskommt. Was kommt denn im September? Das könnte man jetzt schon mal überlegen. Palm aus Plastik erst im Oktober. Richtig. Stimmt. Ja, naja, da überlegen wir uns. Spätsommerloch. Dizzy kommt raus. Das könnte eine spannende Platte werden. Alles klar, wir gucken. Schreib's in die Kommentare, worüber sollen wir im September sprechen. Ich lese mir das alles durch. Bis dahin, ich bedanke mich für die Runde hier. Und bis bald, ne? Ade. Tschüss. Ciao.